Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr zu dem Fortnite-Shop verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr jedes Video mit. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich mal direkt auf den neuesten Shop vom heutigen Tag. Eine Sache wollte ich aber noch ganz kurz erwähnen, und zwar könnt ihr mich kostenlos unterstützen, indem ihr im Shop unten auf Unterstütze einen Creator klickt und dort meinen Namen DetoTV einträgt und dann auf Annehmen drückt. Dadurch unterstütze ich mich dann, wenn ihr Sachen im Shop kauft, und das würde mir echt verdammt helfen. Und jetzt würde ich sagen, mach ich mal direkt weiter mit dem Shop. Im heutigen Shop sehen wir hier wieder mal einen neuen Skin und ein neues Emote. Wir sehen hier den neuen Kürbiskämpfer und das ist hier ein neuer männlicher Skin aus dem Kürbiskuppelset. Und wie wir sehen, der ist hier mit einem Hut mit Kürbissen gekleidet. Sieht echt verdammt lustig aus. Ist hier auf jeden Fall ein neuer Halloween-Skin, der echt verdammt günstig ist. Und für 800 V-Bucks sieht er echt verdammt cool aus. Ansonsten haben wir an zweiter Stelle im Shop wieder mal den Dunkelsplitter und den Deadfire-Skin. Das hier ist dann der legendäre Deadfire-Skin. Ich denke mal, den dürfte jeder kennen. Hier auf dem Rücken mit diesem Würfel. Sieht echt verdammt cool aus. Und der Skin verändert sich ja auch beim Spielen. Der wird da so grün. Echt ein ganz cooler Skin. Und das ist hier der Dunkelsplitter. Ebenfalls ein Gegenstand, der sich verändert. Und bei der Hacke kann ich schon mal ganz kurz den Ton zeigen. Ganz coole Hacke. Und so verändert sie sich dann. Ebenfalls wird die so grün. Beides sehr coole Gegenstände. Bei den täglichen Gegenständen sehen wir hier die Schattenagentin. Das ist schon ein sehr, sehr alter Skin, der echt sehr oft im Shop war. Der gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ist halt ein epischer Skin, hat leider keinen Rückenteil, aber dennoch sieht der Skin echt verdammt cool aus. Und dann ist hier noch der Maximilian Skin. Das ist hier der Skin aus dem Luftfahrtzeitalter Set. Das ist hier der männliche Skin. Gestern war der weibliche Skin im Shop. Und ja, auch zu diesem Skin kann man nicht viel zu sagen. Ist halt einfach so ein Luftfahrtskin. Und ansonsten ist hier der harte Schale-Hängleiter. Das ist hier so ein Hängleiter in so einem Schildkrötenlook. Sieht eigentlich ganz cool aus. Finde ich jetzt aber nicht so besonders. Dann ist hier der Pressluftspalter. Das ist hier die Hacke aus dem Supergau-Set. Vor kurzem waren ja auch andere Gegenstände aus dem Supergau-Set im Shop. Und heute ist die Hacke hier im Shop. Da kann ich direkt mal den Ton zeigen. Ja, gefällt mir jetzt auch nicht so sonderlich gut. Dann ist hier noch das Fitnessrunde-Emote. Ja, sehr cooles, motivierendes Emote. Ist halt so ein Fitness-Emote, gefällt mir echt verdammt gut. Und jetzt kommen wir auch schon zum neuen Emote. Aufheulen. Ja, echt verdammt cooles Emote. Ich spiele es nochmal kurz ab. Der macht ja halt solche Heulgeräusche von so einem Wolf. Gefällt mir echt verdammt gut. Und das ist dann hier der Shop vom heutigen Tag. Wenn euch dieses ganz kurze Video zum Shop gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Videos zu Fortnite sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.